So, herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Legends of the Void. Heute spielen wir ein ZVZ. Eigentlich wollte ich eine Koop-Mission machen, aber leider ist gerade momentan zeitlich recht kurz. Deswegen hoffe ich, dass ich in diesem ZVZ jetzt in 15 Minuten habe ich ungefähr. In 15 Minuten hier mal ganz schnell den Typen die Socken ausziehen kann. Ich glaube, meine Musik ist aus. Ja, Musik ist wieder an. So. Oh, ich komme viel zu wenig zum Zocken in letzter Zeit. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Jetzt habe ich gestern auch noch meinen Stuhl abgebrochen. Das war eine sehr gute Nummer. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe so einen ganz schicken Küchenstuhl jetzt geklaut. Weil ich habe mir meinen Schreibtischstuhl abgebrochen. Die Rückenlehne habe ich praktisch... Also, wie die Rückenlehne so ist, habe ich sie hier abgeknackst. Ja, da ist jemand ganz... Weiß nicht, wie zum Teufel ich das geschafft habe. Ich lehne mich einfach nach hinten. Es war knack. Ich gucke ein bisschen komisch. Nochmal knack und ich liege hinten auf dem Rücken. Jetzt darf ich mir erstmal einen neuen Schreibtischstuhl suchen. Gas wäre eigentlich geil, meint ihr nicht? Ach Quatsch, nee, wir brauchen kein Gas. Nee, wir brauchen nicht. Wir gehen gasless. So, gasless ist eigentlich nicht besonders schlau, wenn ich ein schnelles Spiel machen will, oder? Leb mal mit. Okay. So. Ist meine Musik ein bisschen laut? Ein bisschen, oder? Die Musik ein bisschen leiser machen ist. So. Ist doch hier ein bisschen einmal. Wo ist denn irgendwo? Ah, hier. Da ist meine dritte Drohne. Hey, ey, ey. Nein, 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 nein. Nicht die ganze Ordnung durcheinander bringen. Schlimm sowas. Immer diese Drohne, die sich keinen Platz finden können. Okay. So. Gas ist im Bauch. Ah, Brille ist zurechtgerückt. Okay. Verbitterter Gegenspieler. Check. So. Keine Linge auf dem Weg. Check. Zweite Queen. Check. So, noch eine Drohne. Roach Warren, just in case. Check. So, da kommt noch ein Ovi. Bin mir nicht ganz sicher, was das heißt, aber hey. So. Bauen wir selber noch einen Ovi. So. Okay. So far so good, würde ich sagen. Alles standardmäßig. Hier den Injector, guck mal schon darüber. Da sind schon ein paar Zerglinge. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass da Zerglinge sind. Die haben aber zumindest kein Speed. Schmulen wir da mal kurz rein. Und just in case brauche ich mal... Oh, Roaches kann ich noch gar nicht bauen. Jetzt kann ich Roaches bauen. Bauen wir mal drei Roaches. Nur so für den Fall das. Und dann provozieren wir ihn mal zu einem Angriff. Indem wir mal direkt ganz dreist hier eine Hatch nehmen. So richtig dreist. So. Minute 3. Na okay, Minute 3, 10 Sekunden. Hatch. So. Und dann drohnen wir ganz fleißig durch. Drei Roaches sind eigentlich nicht gerade genug, um mich sicher zu fühlen. Aber, naja, bauen wir nochmal. Noch zwei. So, fünf Roaches sollten erstmal reichen. Okay. Overlord ist im Bau. Würde ich sagen, so. Und da kommen die. Da kommt der Linksschwarm. So, Queens voran. Hold position. Und cancel. Ja, ja, kein Stress. Overlord sind ja schon im Bau. So. Queens sind auf Hold position. Leer wird angedrückt. So. Hier nehmen wir zwei Ravager. Okay, er nimmt jetzt die dritte. Keine Panik. Es werden mehr Linge. Keine Panik. Wir feuern die Gas.
So, hier befeuern wir auch die Gas. Okay. Machen wir hier mal einen Transfuse. Hier noch ein Ravager. Okay. 1, 2, 3. Missile Upgrade. 1, 2, 3. So. So. Verteilen wir mal die Obis ein bisschen. Okay. Hier, Lea ist fertig. Hey, Queen! Was machst du da draußen? Oh. Queen auf Amok-Tour. So. Nehmen wir die dritte Base. Jetzt will er reinrennen. Oh, nein, 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 nein. Shit. Müssen wir nochmal setzen. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ein paar Overlords. Eine zusätzliche Hedge wäre geil. Wenn wir gerade dabei sind, können wir auch noch eine Evo Chamber setzen. Werden das Mutas? Oh, ich hasse es, wenn das Mutas werden. Sollen bitte keine Mutas werden. So. Okay. Roach-Spiel ist fertig. Whoops. Nein. Nein. So. Upgrades laufen. Oh. So. Ja, ja, mehr Overlords, ich hab's verstanden. Okay. So. Carapace Upgrade. Overseer, just in case. Autsch, haben mir auch ein paar gute gefangen, ein paar Corrosive Balls gefangen. Oh, ich bin Upgrade ahead. Bleibt da einfach stehen? Nein, ich bleib da einfach stehen. Oh shit. Lief nicht ganz so geil. Sind Roaches schneller als Ravager? Oh, es werden immer mehr Ravager. So. Inzwischen ist meine Natural immerhin aus. Meine dritte immerhin ausgedingst. Aussaturiert. Oh Gott, jetzt muss der Defender-Vorteil echt dran halten. Oh shit. Oh shit, wenn die jetzt fällt. Oh. Das lief nicht gut. Das lief nicht gut. Ja, danke. Jetzt ist meine Upgrades durch, aber super.
Drohnenkill zurück an die Arbeit, aber. Ja, toll, das habe ich gehalten, aber ich habe meine dritte Base dafür verloren. Das ist halt ein bisschen teurer Preis, ne? Whoops. Upgrade-technisch, ja, upgrade-technisch bin ich ahead, danke. Hilft mir nicht großartig. Die kaputten Roaches ein bisschen zurückziehen. Autsch. Brauchen mehr Roaches. Mehr Roaches. Upgrades sind superior, aber bringt mir halt relativ wenig. Man kann nur Focus Fire Pose probieren, aber. Nö. Nö. Ah, Pech gehabt. Bis zum nächsten Mal.